Ihr habt eine kleine Diesellok, die könntet ihr eigentlich auch weiterhin haben. Aber wieso seid ihr denn am. Wieso habt ihr denn euer Alter erreicht? Ihr seid doch gerade mal 21. Na, ich sehe warum. Schwupp und schwupp sind sie wieder im grünen Bereich, weil sie 40 Jahre alt werden können. Gut, hätten wir das auch gelöst. Dann kommen wir zu unserem Sorgenkind. Zu wem auch sonst. Wenn nicht zu ihm. Und du kriegst jetzt neue Züge. Dafür haben wir ja Geld angespart. Schließlich. Die Linie will ich haben. Ich will nicht in ein einzelnes Fahrzeug ersetzen. Wie viele Fahrzeuge haben wir drauf? Euch haben wir drauf. Und zwar nehme ich hier bewusst sogar nur die kleineren, aber aus weiser Voraussicht. Ich gucke erstmal, ob alles elektrisch ist. Das wäre schon mal gut zu wissen. Hier ist alles elektrisch. Die Strecke ist nicht elektrisch, als ob ich es gewusst hätte. Sprich, wir nehmen doch ein bisschen geänderte Form. Die Linie. Oh, die 203 ist. Jetzt hätte ich auch die drauf. Wobei, ich habe ja den Zug noch nicht getauscht, fällt mir auf. Fahrzeugersatz hätten wir also gerne. Eine von dir dran. Und dann kommen natürlich in passendem Rot dazu. Ein paar Waggons. Schwupp. Und sofort ersetzen. Ja. Auf geht's. Wir haben jetzt also auch nach dieser kleinen Störung. In diesen Zügen eine Kapazität von 264 Passagieren. Der Zug ist zwar etwas langsamer, sollte uns jetzt aber nicht stören, weil wir demzufolge jetzt hier entsprechend viele wegkriegen. Wenn wir jetzt uns angucken, der bleibt jetzt erstmal hier kurz stehen. Schwupp. Leert sich wahrscheinlich komplett. Kriegt dafür dann aber. Genau, einen Platz für 200 oder Platz für 264 Personen. Und ich hätte eine Doppeltraktion vorne dranhängen sollen, fällt mir gerade ein. Weil das könnte für den jetzt etwas schwer zum Ziehen werden. Schafft er schon. Wenn die Züge etwas langsamer sind, ist es nicht so dramatisch. Wir haben ja entsprechend viele Züge hier drauf. So, ich könnte jetzt aber sagen, okay, ich schicke dich jetzt in Rente. Zum Verkaufen. Okay, wird nichts. Muss ich dich erstmal noch hier kurz nochmal drauf schicken. Macht mal ein bisschen schneller, damit ich den dann in Rente schicken kann. Da fährt er nämlich gleich hinter dem anderen dann her und so passt das dann auch. Weil wir müssen ja nicht so viele Züge hier haben. So, einmal in Rente bitte. Einmal weg bitte. Beeil dich, damit der gleich durch kann. Es wäre super. Es ist super. Passt also alles. So, und mit den Zügen sollte sich die Situation hier dann endlich mal entspannen. Hoffe ich doch. So, du darfst gleich nochmal umdrehen. Die Frage ist, hältst du jetzt? Ja, du hältst nochmal in Ladenburg jetzt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Du darfst nämlich gleich durchfahren. Du hinderst mich gerade am Gleiswechsel, du Böser. Habe ich hier eigentlich schon diese X. Ah, nee, habe ich ja nur auf die Gleise entsprechend gemacht und dann nochmal eine extra Weiche. Stimmt, da war was. Da war ja was, da war ja was. So, das ist noch einer der alten, aber der fährt jetzt nach Hause. So, du hältst jetzt auch an und lädst einmal die neuen Leute ein, die jetzt fast komplett reinpassen sollten. Wenn man sich das so anguckt, sollte das hier definitiv weniger werden. Und da kann ich auch einen von euch dann gleich nochmal weghauen. Dich definitiv. Du kannst weg. Aber ich kann das hier erstmal noch einen Moment laufen lassen. Da kann ich den dann nämlich schon mal in Rente schicken.
Warte mal, ich habe eine bessere Idee, damit wir die schneller und einfacher in Rente schicken können. Machen wir jetzt hier einfach noch mal so ein Depot. So aus Spaß und der Freude, weil wir sonst keine Depots irgendwo haben. So. Und da kann ich dich jetzt ins Depot schicken zum Verkauf. Und du fährst geradeaus. So wie es sein soll. Und hier staut sich es auch gerade schön an Bussen, aber wie ich sehe, Mainburg 3 haben wir ja. Das wollte ich nicht. Ihr dürft gerne in dem hellgrün bleiben. Ihr habt noch die alten Busse. Okay, gut. Wie viel passt da rein? 15, es geht immer noch. Wobei in den ja 3 und 3, nee, 18 passen. In den Gelenkbus passen 33. So war das. Auf Mainburg 3 warten aber auch ein paar mehrere. Hier hätte ich durchaus den größeren Busbahnhof nehmen sollen. Oder einen größeren Busbahnhof. Weil nur der hier ist derjenige, der rumfährt und somit hier nicht warten muss. Ich habe aber eine Idee, wie wir das Ganze etwas entspannen können. Wenn ich jetzt sage, du hast ab sofort hier die Haltestelle und nimm die raus, drehst du nämlich auch so rum. So. Da fährt er nämlich auch oben rum und fährt dann nämlich durch. Damit sollte sich das Ganze etwas entspannen. Hoffe ich doch. So, dass sich die beiden Busse jetzt noch drehen, ist natürlich nicht so prickelnd, aber nicht zu ändern. So. Die Gelenkbusse sind hier nun mal jetzt alle. Du darfst dich schon mal in die andere Fahrtrichtung begeben, genauso wie du. Damit sich das hier mal ein bisschen löst. Weil ich brauche hier nicht 10 Gelenkbusse hintereinander quasi. Da wäre das nämlich auch ganz praktisch. Und der Stau sollte sich so ein bisschen auflösen. Würde ich mal hoffen. Aha, und hier haben sich jetzt die Linienpaarungen getauscht. Auch ganz fein. So. Oh, hier warten jetzt auch langsam mal ein paar mehr. So. Hier löst sich das Ganze langsam. Hier oben löst sich es auch langsam. Also passt das doch. Jetzt haben wir hier aktuell nur noch eine sehr große Fülle an Zügen, dass wir hier irgendwie mal einen rauskriegen müssen. Indem du einfach gleich hinterher fährst. Du bleibst gar nicht hier stehen, sondern fährst einfach gleich wieder raus. Und damit hätten wir das Problem gelöst. Hier das Busstauproblem haben wir damit auch so zum Teil gelöst, würde ich sagen. Nicht komplett, aber zum Teil. Und hier sieht das mittlerweile auch ganz gut aus, auch wenn der Durchgangsverkehr jetzt hier ist, wodurch die Haltestelle hier ziemlich dämlich ist. Und ich sie daraus folgend nach hier verlege. Fahren hier alle Linien lang oder nur. Nur sichtbar bitte. Ich glaube ja. Was bist denn du? Du bist die. Ja, hier fahren alle. Du kriegst die Haltestelle. Und demzufolge wird die bei dir weggenommen. Du hast die Haltestelle als 13. Also kriegst du die Haltestelle und die wird weggenommen. Nein, Quatsch, ich möchte nur die wegnehmen. Und du hast die als 17.
Sprich, du kriegst die Haltestelle und die wird weggenommen. Aha. Das ist intelligent. Naja, dann kriegst du jetzt hier unten auf jeden Fall noch eine. Damit du hier unten noch lang fährst. Hast du die Ehre, hier noch zu halten. Damit es auch Spaß macht. Aber nur du dann in dem Fall. So. Und damit fahrt ihr dann hier unten lang. Die Kurve ist halt auch so ein Halsbruchobjekt von der Sache her. Oder was heißt Halsbruchobjekt? Es tut irgendwie einfach nicht gut, dass das da so ein bisschen ist. Oh, wir haben neue Busse, das ist schön. Weil die passt nämlich viel rein in die Volvos. Ein Straßenfahrzeug hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Das ist schade, aber lässt sich nicht ändern. Wo ist es denn? Okay, hier auf jeden Fall nicht. Da kann es ja eigentlich nur... Ich schätze fast der Bus in Bad Brr. Aber das würde für mich jetzt keinen Sinn ergeben. Was ist denn ganz neu jetzt an Fahrzeugen gekommen? Nee, der logischerweise... Na gut, dann kann es ja nur... Hier... Straßenfahrzeug 24. Was ist denn Straßenfahrzeug 24? Bitte. Muss ich jetzt mal ganz hoch. Straßenfahrzeug 24. Bus in Wilhelmshaven. Fertig, aus. Damit hat sich die Sache erledigt. Hier läuft das jetzt auch ein bisschen flüssiger durch. Ja genau, wir haben jetzt nicht mehr so den großen Verkehrsstau und das große Verkehrsdrama. Das hat sich jetzt hier ein bisschen erledigt und wow, die Stadt baut sich hier nach unten ganz schön aus und hier nach oben. Wie sieht es hier drüben aus? Ja, die macht sich halt einfach groß. Die hat sich nach hier unten so ein bisschen entwickelt noch. Was ist denn das hier unten? Industrie oder Wohnen? Hm, Wohngebiet wieder. Sprich, das müssen wir irgendwann auch noch anbinden. Mit der Zeit dann. Und hier, du... Ja, du stagnierst ein bisschen im Ausbau. Habe ich so das Gefühl. Also du füllst dir die Lücken einigermaßen. Auch hier dann so. Bist bei dann knapp 3000 Einwohnern. Da fühlst du dich wohl. Ist ja auch gut, wenn er sich da wohl fühlt. So, hier, das funktioniert alles, wie es aussieht. Ah doch, die hat sich getauscht. Ich dachte schon, warum hat die sich denn nicht getauscht? Ich wollte schon verrückt werden. Jetzt hängt das Spiel gerade. Ich möchte doch nur das wieder schließen, danke. Gut. Das sieht soweit trotzdem ganz passend aus. Du siehst hier auch ganz gut aus. 140 kannst du mitnehmen, 72 warten. Sieht doch schön aus. So, wie sieht es dann auf unserer Nebenstrecke hier aus? 111 und 92... 111 warten auf den hier. Auf... Wo ist er denn gerade? Auf unsere eingleisige Strecke warten 111 Personen. Wie viel passen denn bei dir rein? Du bist das doch gar nicht. Du bist das doch. 112 passen rein. Sprich, du kriegst jetzt auch so einen großen Zug. Jetzt ist die Frage. Das ist natürlich nicht ausgebaut auf sowas. Es könnte zwar etwas eintönig wirken jetzt mit den ganzen Zügen, dass wir immer nur die gleichen nehmen jetzt. Aber das liegt halt daran, weil die große Kapazität haben. Und das kommt mir halt zugute. Ja, auch die hier haben keine große Kapazität. In dem passen 19, in dem passen halt 33. Das ist halt wesentlich mehr. Hier kann ich aber so einen vorgefertigten nicht nehmen, fällt mir gerade ein, weil ich eine Diesellok vorne dran brauche. Also kommt wieder unsere schöne BR218 vorne dran. Und dann kommen entsprechend die Wagen in... machen wir mal in Weiß. In Weiß. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 Wagen sollten reichen. Sofort ersetzen. Jupp. Damit kriegst du den sofort in den Nacken gestellt, so gesehen.